Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich was Neues in der Hand. Zeus, das hier sind Zeus-Böller und das hier sind die altbekannten Cobra P1. Der grundlegende Unterschied, das sind auf jeden Fall zwei Blitzknallböller, das ist eine Besonderheit, das haben wir ja so auf dem deutschen Markt nicht. Bei den Cobra P1, wie sehen sie aus? Die haben 0,5 Gramm BKS. Ja. Und die Zeus, die haben auch, ja, die haben auch 0,5 Gramm BKS. Ich habe die Charge mit den guten Reibern von den P1-Artikeln hier, von den Cobra P1. Und hier haben wir auch die Zeus und die haben auch einen sehr guten Reibkoffer. Das muss man aber wirklich mal zugute halten. Ja. Also da kann schon mal wenig schief gehen. Zwecks Reibkoffer. Jetzt werden wir noch gucken, welcher von diesen Böllern lauter ist. Vielleicht gibt es Unterschied, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir beginnen mit einem, ja, mit einem Cobra P1. Cobra P1 von Di Blasio Elio. Ja, man hat das Blitzen auch gut gesehen. Schöner roter Reiber. Jetzt ein Zeus. Ja, ja. Also lautstärketechnisch tut sich da nicht viel. Wir machen mal noch ein paar, wir ziehen noch mal ein paar durch. Dann machen wir noch mal einen P1-Böller, eine Cobra P1. Also die Verzögerung ist sehr lang. Der vor dem Zeus war irgendwie ein bisschen kürzer. Mal gucken, ob es wieder so ist. Noch ein Zeus. Ja, das kann man auf jeden Fall als Unterschied festhalten. Die sind gleich laut. Allerdings ist die Verzögerung unterschiedlich. Was sehr angenehm ist, weil beim P1 hat man den absoluten Überraschungseffekt und weiß nicht, wann der angeht, oder nach 5 oder nach 10 Sekunden. Jetzt ein Zeus und ein Cobra P1 nebeneinander. Da tut sich nicht viel. Das Einzige, was sich da großartig tut, ist der Preis tatsächlich. Die Cobra P1 wurden immer verkauft für 9,99 €. Die Zeus gibt es zurzeit für 6,99 €. In dem Shop, den ich unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Schaut auf jeden Fall vorbei. Viel günstiger als die Cobra P1 und genauso laut. Vernünftiger Reiber. Eine sehr angenehme Verzögerung. Also alles in allem wirklich super Böller. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, ich stehe natürlich absolut in der Rauchwolke, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Um nichts mehr zu verpassen, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein und bis dann, meine Freunde. Get down to the B-side.